Willkommen, liebe Maria. Wir haben uns über Facebook kennengelernt, kennen Ja. uns über Facebook. Und dieses Interview geht jetzt über 60 Minuten. 30 Minuten davon interviewen wir dich, was du machst, wer du kommst, dein Hintergrund etc., was du so anbietest. Und dann interviewst du uns, die Laura und mich. Und was wir so machen, was unser Werdegang so ist, was wir anbieten, wie wir den Menschen helfen, etc. Und ja, ich würde mal sagen, leg du los. Du bist komplett frei, wie du es gestalten willst. Mich würde interessieren, ja, was du so machst, woher du kommst, was so deine Intention ist, was deine Vision ist. Genau. Genau, also ich heiße Maria. Geboren bin ich ursprünglich in Russland, also das heißt, ich spreche auch fließend Russisch. Ja, ich habe mein Herz ist geteilt in Deutschland und in Russland, weil ich einfach beide Länder sehr liebe. Und ja, ich werde jetzt bald 26 und bin Mama und Ehefrau. Und ja, was mache ich? Wie kam ich überhaupt zu meiner Tätigkeit und wie helfe ich den Menschen? Was ist mir wichtig? Was ist meine Mission? Ja, ich habe schon immer seit meiner Kindheit so ein Faible für Unterrichten, anderen Menschen helfen. Ich habe nur kleinere Geschwister und Cousinen, also ich bin komplett die Älteste in meiner ganzen Familie. Und da war immer die Rolle der, ja, übernimm du mal die Verantwortung. Heute weiß ich auch durch verschiedene Systeme wie Human Design, dass es auch meine Aufgabe ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das hat mich dann immer dazu gebracht, ja, so lehrende Berufe einzunehmen. Also ich habe dann Pharmazeutin gelernt, also bin da in der Medizinbranche ein bisschen gewesen, habe dann aber schnell gemerkt, dass es nicht meins ist, weil einfach, ja, wie jeder weiß, das Grenzen hat und die Wurzel da nicht behandelt wird. Und ich bin dann ziemlich schnell zu Pflanzenkunde gekommen, zu natürlichen Heilmitteln, zu Fasten. Und ja, auch vegane bzw. gesunde Ernährung. Und das hat mich dann alles so ja, in den Coaching-Bereich schon gebracht, weil ich dann gefragt wurde, wie hast du das gemacht? Warum hat es funktioniert? Kannst du mir helfen? Ich habe 2017 42 Tage lang gefastet, also nichts gegessen, nur Tee getrunken und ein bisschen Säfte. Und dadurch ja, hat sich so quasi mein Seelengang geöffnet. Also ich habe wirklich gespürt, das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Seele habe. Und davor war das so, ja, ganz verwischt und irgendwie war ich gar nicht im Leben. Und ja, so hat dann mein Weg begonnen und Step by Step habe ich dann Anfragen bekommen, ob ich dann nicht Fastenkurse gebe. Ich habe mich da ganz arg reingefuchst. Und ja, so hat meine Selbstständigkeit begonnen, holprig, also mit verschiedenen ja, Herausforderungen natürlich. Und ja, dann Ende 2017 habe ich dann meinen Mann kennengelernt und er kam zu mir und hat gesagt, ja, ich habe da so ein System, ist voll komisch, ich bin da so Reflektor, das ist nur 1% auf der Welt und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich merke so eine Kraft in mir, so, die sagt, du musst es herausfinden, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig, dass du das in die Welt trägst. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, wirklich mich damit auseinanderzusetzen, reinzufuchsen, weil ich wusste, vielleicht hilft es ihm, ja, weil er war ziemlich, ja, mit Fragezeichen eben in seinem Leben, hat sich gefragt, warum er immer so spürt, warum immer alle Menschen so sauer auf ihn sind und was er denn dafür kann. Und auch ich wollte natürlich wissen, was ist meine Lebensaufgabe überhaupt? Was habe ich für Eigenschaften? Wie kann ich so in dieser Welt wirken? Und dann ja, hat sich das immer weiterentwickelt über Numerologie und eben Human Design. Human Design ist ein System, was verschiedene Systeme in sich trägt, also unter anderem die I Ching, das sind die chinesischen Zeichen, dann Psychologie, Astrologie und das Chakrasystem. Also es integriert wirklich alles und kam hier auf die Welt, um uns wirklich bewusster zu machen über uns selbst. Und ja, dann habe ich vor über einem Jahr die Ausbildung gemacht, 3 Monate lang. Davor war ich die ganze Zeit mit meinem Lehrer in Kontakt und also da, wo wir auf Bali gelebt haben, habe ich ihn kennengelernt. Und ja, seitdem ist es so meine Leidenschaft, also eine meiner Leidenschaften, das so den Menschen weiterzugeben, also zu zeigen, wer man ist und wer man sein kann, ohne diese ganzen Abspeicherungen und Muster.
Genau. Und das und unter anderem mache ich genau das jetzt. Ja, also ich helfe so Menschen. Ja. Es ist so richtig, ja, da geht mein Herz dabei auf. Und wenn ich dann sehe, wie, also die Geschichten sind mir halt auch so interessant, ne? So von den Menschen, wer wirklich dahinter steckt und ja, dann darüber zu erzählen, was man für Talente hat und was man wirklich damit machen kann. Genau. Ja. Habt ihr noch Fragen an mich vielleicht auch da? Habt ihr schon mal von Human Design gehört oder etwas, ja? Wie war das für euch, das Wissen? Hattet ihr dann Coaching dazu oder war das eher, dass ihr was gelesen habt? Also ich habe acht Jahren, glaube ich, ist es mal zu mir gekommen. Wow, ist schon so lange. Aber ich habe nie ein Coaching oder irgendwas bekommen, sondern ich habe jemanden kennengelernt, der sich viel damit befasst und der hat mir dann Homepages gezeigt und ich habe dann so, weißt du, ganz oberflächlich eingetaucht. Also ich glaube, Human Design ist da ja. Also da gibt es ja ganz, genau, also richtig tief und so. Und also wirklich, also es war wirklich die Oberfläche, glaube ich, weil halt einfach, was ich online finden konnte. Aber ja. Mich holen alle diese, dass die Astrologie, die Numerologie, das Human Design, das holt mich alles ab, weil ich eben, wie du es auch gerade gesagt hast, das Potenzial irgendwie darin erkennen kann. Und ja, schön, ja. Und du, Markus? Vor mittlerweile, weiß nicht, 6, 7 Jahren kennengelernt im Rahmen eines keltischen Jahresrades. Damals haben wir das immer gefeiert, also die 8 Jahresfeste und sind da auch recht tief reingegangen und dann habe ich es wieder ein bisschen vergessen und auf einem Retreat ist jemand zu mir gekommen und hat mir das wieder gezeigt und ich finde es super spannend. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil Daten aufgenommen und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt rausgekommen ist. Oh ja, es ist so schön. Ich glaube, das Human Design auf der einen Seite kann man natürlich auch selbst, da gibt es ja Apps etc., aber dieses Hintergrundwissen, dieses Dazuwissen, das ist natürlich etwas, was du auch anbietest, wo du auch deinen Mehrwert dazu gibst. Genau. Ja, es ist, genau, also die Erfahrung zählt da, weil also ich kann die Zahl nicht nennen und ich habe so viel auf Bali kennengelernt und immer wieder, ah, gib mal dein Geburtsdatum und dann schnell, ah, ich sag dir mal das und so und es ist einfach, man lernt es dann kennen. Natürlich ist jeder komplett individuell, das ist sowieso klar, aber es gibt trotzdem generell so ein paar Sachen, die übereinstimmen und es ist auch wichtig, so die Grundlagen zu wissen, wie, also zum Beispiel, es gibt Profile, 12 Stück, wie kommen die überhaupt zusammen? Warum gibt es 2 Linien? Also das, dieses Grundwissen, wenn man das nicht hat, dann kommt man nicht in das tiefe Verständnis. Und auch für mich, meine Aufgabe ist es immer, extrem praktisch rüberzugeben. Also nicht, dass ihr jetzt wisst, okay, da habe ich jetzt, okay, ich bin 6-2, was heißt das jetzt? So, sondern ihr wisst, ah, das heißt dies und damit kann ich so und so umgehen. Ne? Und eins meiner wichtigsten Sachen, also ich gehe auch oft sehr anders dran als die meisten Analysten, weil für mich natürlich auch der Ernährungsaspekt sehr wichtig ist. Also für mich zählt halt eben diese Pyramide, dass diese Grundlage wirklich da ist, dass wir unsere Ressourcen haben, dass wir in unserem Körper sind und so die Seele auch wirklich da sein will. Und deswegen gehe ich auch natürlich immer auf die Ernährungsaspekte ein, was für eine Ernährung am besten passt. Und dann die Lebensaufgabe. Das machen viele nicht. Aber für mich ist es extrem wichtig, weil ich weiß, das ist eigentlich die größte Frage. Dieser Maya-Weg, wie man ihn ja auch nennt. Und bei euch ist es so interessant, weil ihr beide, also ich fange jetzt so ganz an, in der Mitte eigentlich an, was ich jetzt spüre, ihr habt die Hauptaufgabe beide in eurem Herzen. Also wirklich beide habt ihr eine Hauptaufgabe im Herzen. Das ist sehr besonders, finde ich. Nur der Unterschied ist, dass Laura, du hast ein offenes Zentrum. Das, weil du ja auch Projektoren bist und ja, Markus, du hast ein definiertes Zentrum. Das ist schon mal ein Unterschied. Das heißt, Laura spürt andere Menschen mit ihrem Herzen. Du kannst viel von anderen mitnehmen und bei Markus, bei dir ist es schon definiert. Das heißt, du hast da schon vorgefertigte Programme, also so im Groben gesagt. Und natürlich ist es jetzt auch wichtig zu erfahren, ja, wer hat welche Aufgabe. Und die Laura hat die erste Linie als Hauptaufgabe.
was ein sehr, sehr künstlerisches Potenzial zeigt. Also du bist, das sieht man dir auch an. Wenn man dich sieht, dann spürt man sofort diese künstlerische Energie. Du hast dieses Schöpfen und dieses Fließen, würde ich sogar sagen, diese weibliche Energie. Und das sind die Menschen, die perfekte Schauspieler sein können und Sänger. Also vielleicht hast du das auch in der Kindheit schon gehabt, dass du gerne dich verkleidet hast oder ja, da irgendwie auf die Szene gegangen bist. Ja? Also das ist ganz, ganz interessant. Und ja, dieses einfach dieses künstlerische Sein, das ist komplett deins. Oder auch, wenn du ein Business, wie ihr habt, ne, von Anfang an dieses künstlerische entwickeln. Ne? Ich sehe ja, wie ihr das erstellt. Es sieht so schön aus. Andere Leute würden jetzt, keine Ahnung, einfach so einen Text einfügen und das wäre es dann, die Information. Aber für dich ist dieser Hintergrund so wichtig, dass da ja Kunst dahinter steckt, dass man so denkt, oh, sieht das schön aus. Also wirklich aus dem Herzen. Ja? Das ist dieser Herzensweg. Und für dich ist es auch ganz, ganz wichtig, alles so zu machen wie kein anderer. Also dieses Unikale ist so ein großes Thema von dir. Also du magst es nicht, so ja, die Öle so zu verkaufen wie alle zum Beispiel. Ne? Du musst es auf deine Art machen. Und wenn du das machst, dann eröffnest du auch so dein Haupttalent, also deine Hauptenergie. Das ist so, ja, nicht aus dem Verstand raus, sondern aus dem Herzen. Das ist so eine der wichtigsten Messages an dich. Resoniert es mit dir? Ja, was kann man noch sagen? Auch wenn man dieses Herzsein, das ist auch ja, durch die Liebe, das ist ja unser Zentrum der Liebe. Im Human Design haben wir ja 9 Chakren, weil eben 2 noch dazu kamen, eben für unsere neue Welt. Und ja, du hast dieses Zentrum der Liebe und Heilung durch Liebe, auch so ein bisschen Führung, aber nicht auf der Art, wie ich führe jetzt alles, sondern es passiert halt auf so eine künstlerische Weise. Das hast du auch schon bestimmt oft festgestellt, auch in deinem Sein. Und auch noch als Projektorin. Projektoren haben eine Aufgabe, hier Menschen zu führen und die Energien zu leiten, aber selbst gar nicht so viel zu, ich sag mal, machen. Also machen in dem Sinne generieren, was ja deine Aufgabe ist, Markus. Darum kommen wir gleich zu sprechen. Und ja, dadurch, dass du eben die 6. Linie da hast, ist es was ganz Besonderes. Das bedeutet, du bist eine Lehrfunktion. Also du bist in dir, auch wenn du es vielleicht noch ein bisschen abwehrst, eine Lehrerin für die Menschheit, weil du hast so eine Weisheit in dir. Du bist jemand, man sagt, also ich sage es immer so gern, du bist auf dem Dach. Wenn du dir ein Haus vorstellst, dann bist du diejenige, die oben auf dem Dach sitzt und beobachtet und sagt, ah ja, so funktioniert es also bei euch da unten im Sumpf, so circa. Also auf liebevolle Weise. Und ja, das ist auch voll schön, weil du hast den Überblick wie keine andere. Du hast eben diese Lehrerfunktion. Und hier ist es wichtig auch zu sagen, dass du wirklich ja, dieses Potenzial hast, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, nicht nur privat als Lehrerin bist, sondern auch für eine größere Menschenmenge. Also das ist so deins. Und das Witzige ist ja bei euch, ihr habt ja auch beide das gleiche Profil. Und ja, das ist jetzt weder schlecht oder gut, das ist einfach nur besonders. Und euer Profil sagt einfach so viel über Weisheit aus. Also ich habe schon wirklich, bevor wir uns jetzt getroffen haben, habe ich schon gedacht, oh je, hoffentlich halte ich das aus, diese Weisheit. Ja, also wirklich sehr weise Profile. Also, weil eben diese 6er-Linie, das ist eine Linie, die, ja, wie gesagt, auf dem Dach sitzt und die wird aktiv circa nach 30 Jahren. Davor ist es die 3. Linie und die 3. Linie sagt aus, dass man viele, viele Erfahrungen sammelt. Denkt man euch zurück, ne, mit 20 so bis 30, was da für eine Periode war, was ihr da alles ausprobiert habt. Ne? Und jetzt ist es gar nicht mehr so, jetzt ist nicht mehr so der Trieb da, das so unbedingt zu wollen. Die 2. Periode kommt dann mit 50. Ne? Das ist dann nochmal, dann geht man noch weiter aufs Dach hoch und dann zieht man sich noch mehr zurück. Denn ja, das sind einfach Menschen, die auch, ihr könntet euch auch vorstellen, sehr abgeschieden zu leben, also mit so 50 circa. Also ihr müsst gar nicht so mega in der Menschenmenge sein. Ihr dürft gern Kontakt haben, aber generell gesehen braucht ihr jetzt nicht unbedingt dieses
High Life, dass ihr da die ganze Zeit Leute um euch habt und ja, alles so floriert. Ihr braucht auf jeden Fall auch Zeit zum Öffnen, also um sich zu öffnen. Ihr seid jetzt nicht gleich so, also ich bin zum Beispiel komplettes Gegenteil, ich kann mich gleich öffnen. Bei euch ist eher so, ich beobachte mal und schaue mal, was auf mich zukommt. Ne? Das ist so eine der Sachen. Wenn ihr an euch zurückdenkt, wann habt ihr euch kennengelernt? In welchem Alter? Das würde mich auch interessieren. Das ist auch ganz wichtig. Drei Jahren. War es davor so, dass ihr es, ich sag mal, schwer hattet, einen Partner zu finden? Also so, dass ihr was, ich sag mal, Idealeres wolltet? Hattet ihr das Gefühl? Genau. Das ist so typisch, auch diese Linie. Also alle Menschen, die ich jetzt persönlich auch kenne, die haben vor 30 oder kurz vor 30 wirklich keine Partnerschaften gehabt, wo sie zufrieden waren. Das kommt erst danach. Und das ist komplett normal. Also das ist, da gibt es halt einfach keinen Normwert, sondern für euch ist das halt einfach normal. Und ja, auch durch diese Sechserlinie habt ihr auf jeden Fall eine große, starke Autorität für andere Menschen. Also euer Auftreten wirkt schon leicht so königlich, muss ich auch sagen. Also eure Energien sind sehr, also wirklich, diese Weisheit, die spürt man. Und man sagt auch, dass eure Seelen sehr, ich sag mal, dünn sind. Also in dem Sinne, dass ihr schon weiterentwickelt seid und diese Esoterik euch schon sehr anzieht. Vielleicht sogar von Kind auf, ich weiß nicht. Oder je nachdem, wie ihr es dann ausgelebt habt. Seid ihr früh aus dem Haus gegangen? Ja, das ist ganz wichtig auch, ja, dass man da so die Erfahrungen sammelt, dass man sagt, dass man am liebsten die 6-2er gleich mit 18 aus dem Haus schmeißen soll, damit sie echt ihre Erfahrungen machen, damit sie später diese Weisheit haben und dann eben daraus schöpfen können. Genau, das ist so eine der tollen Sachen auch. Ja, dann Markus, du hast die zehnte Energie ja, in deinem Haupttalent, also auch im Herzen. Also witzig, auch 1 und 10 ne, nach Numerologie. Und du hast auch so ein ganz interessantes Thema für deine Hauptaufgabe. Und zwar geht es bei dir alles um die Selbstliebe. Also die Liebe zu dir selbst, das weißt du bestimmt und bestimmt denkst du, und das klingelt jetzt alles. Das ist deine wichtigste Aufgabe in deinem ganzen Leben. Wenn du wirklich dir die Möglichkeit gibst, dich selbst zu lieben, dann also auch schön, dich schön zu finden, dich aufgefüllt zu fühlen und auch anziehend deine Energie wirklich so akzeptierst, dass du ein Mann bist und du bist voll schön und die Frauen, die sehen dich und es ist toll, dann eröffnet sich dein komplettes Potenzial und dann kannst du wirklich viele Rollen einnehmen, also auch für dich Schauspielerei, Sänger, Tänzer, sowas. Das ist witzig, deswegen habe ich gesagt, ich freue mich so auf dieses Gespräch, weil ich habe es noch, auch noch nie gehabt, dass es so ähnlich ist. Weiterhin ist es auch so, dass Menschen sehr schnell von dir so begeistert sind und auch ein Beispiel nehmen und gleich so, ach, ich will wieder Markus sein zum Beispiel, ne? Also wenn man jetzt nicht seine eigene Persönlichkeit hat. Dadurch führst du die anderen Menschen auf ihren Weg. Also du hast ja ein definiertes Herz, das bedeutet, du bist ein Führer für andere Menschen noch mehr. Also du machst durch diese Herzenergie so auf und die Menschen kommen einfach mit dir mit. Und ja, das ist einfach auch so ein ganz, ganz, ganz tolles Talent, würde ich sagen. Und man fühlt sich auch, wenn du in Selbstliebe bist, selber total in Selbstliebe. Es überträgt sich sehr, diese Transformation. Und du kannst auch andere Menschen dabei lehren, also sagen oder zeigen, wie das geht, also durch irgendwelche Praktiken vielleicht oder ja, genau. Also du spürst es auch, oder? Das ist schön, genau. Und natürlich möchte ich auch auf eure Typen noch eingehen, was natürlich so die Grundlage ist. Ich bin jetzt eigentlich voll deep reingegangen. Das war mir jetzt so wichtig. Du bist ja manifestierender Generator und Laura ist Projektorin. Wie wirkt es sich auf euch und auf eure Beziehung aus? Das ist natürlich auch super wichtig. Also Markus, dein manifestierendes Generatorsein mit sakraler, also doppelter Autorität eigentlich, aber sakral an erster Stelle. Das bedeutet,
du darfst immer auf deinen sakralen Klick hören. Das bedeutet, das ist so eine Energie, die sich halt im Sakralzentrum so wach macht. Das fühlt sich ein bisschen auch an wie so eine Erregung, wie so ein Klick. Und wenn du das verspürst bei einer Entscheidung, die du treffen darfst, wo du zum Beispiel ein Plakat irgendwo gesehen hast oder eingeladen wurdest, dann darfst du spüren, ob sich diese Energie erhöht. Also ob du da wirklich so spürst, ach ja, das will ich machen. Oder ob das aus deinem Verstand kommt und er dir etwas einreden möchte. Du hast bestimmt solche Herzensprojekte, wo eben diese Energie hochkommt. Und warum ist es so wichtig? Weil dieses Sakralzentrum gibt dir dann unendlich viel Lebensenergie. Also wirklich, also du könntest dann 24/7 durcharbeiten, weil du ja was liebst. Also weil du das ja tust, weil du es liebst. Genau, und um da nochmal darauf zurückzugehen, was es auch bedeutet, so ein sakraler Mensch zu sein, brauchst du viel Genuss im Leben. Das ist wirklich so ein Thema auch der Menschheit. 70% der Menschen sind ja Generatoren und 33% manifestierende Generatoren. Und für uns ist es so wichtig zu genießen, also wirklich, wenn du arbeitest, dir eine Atmosphäre zu erschaffen, ja, einen Diffuser anmachen mit voll dem geilen Duft, dann ein Wasser, das beste Wasser, was du findest, ja, Musik, also alles so gestalten, dass du dich komplett wohlfühlst und dass dein Sakralzentrum geöffnet wird. Das ist so eine der wichtigsten Sachen. Und die andere Sache ist, da würde mich auch interessieren, wie das bei dir ist, oder vielleicht auch in der Kindheit. Stell dir vor, als kleiner Junge, du wurdest gefragt, ob du nach draußen spielen gehen möchtest. Und du wusstest aber gar nicht so die Antwort direkt drauf. Kennst du solche Momente, vielleicht auch jetzt noch, dass es dir schwerfällt, es gleich zu entscheiden? Laura nickt. Gar keinen Tag. Ich weiß nicht. Ja. Und weißt du, das ist so typisch, weil du hast ja so einen kleinen manifestierenden Teil in dir. Der Generatorteil überwiegt, aber der manifestierende Teil ist da und der möchte das irgendwie manifestieren, kann aber nicht. Und hier gibt es so einen Ausweg und ich finde ihn so toll, weil ich bin ja auch manifestierender Generator und ich weiß einfach, wie es funktioniert. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich rausgehen will, dann weiß ich auch nicht immer gleich die Antwort. Und da gibt es so einen Trick, dass ich einfach mir schon mal die Jacke anziehe und dann nochmal reinspüre, ob ich denn jetzt überhaupt raus will. Also du gehst schon in diese kleine Handlung rein oder ziehst deine Schuhe an zum Beispiel und dann, will ich das jetzt eigentlich oder nicht? Also das ist so dieser Trick. Also das funktioniert gut. Und auch Laura, du kannst ihn sehr oft fragen. Du kannst auch sagen, Markus, frag mich nochmal in 5 Minuten. Und dann geht es auch nochmal rum und er kann dann nochmal spüren, ob er jetzt einen Klick hat. Also das ist so der Ausweg daraus. Das klingt ja gut, ne? Genau. Und warum spreche ich das auch an mit dem Genuss? Wir haben ja im Human Design auch immer Lichtseiten und Schattenseiten. Und das ist halt wichtig, natürlich auch die Schattenseiten bewusst wahrzunehmen. Und eine deiner Schattenseiten ist diese Frustration. Und die kommt auf, wenn man eben nicht in dem Genuss ist und etwas aus dem Verstand tut. Und deswegen ist es so wichtig, eben auf dieses sakrale Zentrum zu hören und wirklich zu gucken, spüre ich das gerade, spüre ich, geht es in Resonanz mit mir? Und dann hat eigentlich die Frustration nicht so die Chance, durchzukommen. Genau. Und ja, bei Laura ist es nochmal auch ganz besonders, weil du bist Projektorin mit Milz Autorität. Was bedeutet das? Also erstmal als Projektorin hast du kein definiertes Sakralzentrum. Und auf der Welt gibt es gerade mal 30% mit dieser Fähigkeit, sag ich mal. Das heißt, du hast vielleicht öfter mal das Gefühl, mehr leisten zu müssen. Aber du musst es gar nicht, weil dein Lebenszentrum anders funktioniert. Deine Energie kommt in Wellen. Also du hast mal Energie, dann hast du mal weniger Energie. Und generell gesehen darfst du viel weniger arbeiten. Also natürlich, ich rede jetzt von dem normalen Arbeiten. Wenn du etwas liebst, ist es was anderes. Aber so diese vielleicht Gartenarbeit oder Umzug, keine Ahnung, solche Sachen, da darfst du dich wirklich zurückhalten und deine Energie wirklich bewusst wahrnehmen und wirklich vorsichtig damit sein. Ich sage nicht, dass du wenig Energie hast, nur einfach, die funktioniert anders. Stell dir vor, Markus ist ein Generator, ja, also generiert, generiert und das bist du nicht. Du bist wie Wasser. Du fließt,
und mal kommt ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und hier seht ihr auch schon einen großen Unterschied zwischen euch beiden. Markus, schnelle Energie, Ferrari, ja, Generator, und du bist so wie Wasser. Und dennoch könnt ihr euch total gut ergänzen und es passt so gut zusammen. Aber ihr müsst beide das wirklich bewusst wahrnehmen und den anderen weder dazu drängen noch irgendwie den runterziehen. Ne? Also ich denke, ihr wisst es sowieso bewusst schon. Und ja, das Wichtige ist für dich, Laura, dass du eingeladen wirst ins Leben. Diese Einladungen. Ich werde oft gefragt, was heißt das? Wie kann ich überhaupt eingeladen werden? Soll ich jetzt auf dem Sofa rumliegen oder wie? Es geht darum, du kannst schon gerne, so wie ihr auch auf eurer Homepage und Instagram zeigt, deine Expertise zeigen. Also, hallo, ich bin Laura, ich kann dies, ich kann das, ich bin toll und ihr könnt mich buchen. Aber du musst nicht so in dieses Aktive gehen. Also, ich meine jetzt dieses Kaltakquise zum Beispiel, das wäre halt gar nicht deins. Also das ist überhaupt nicht deins. Eher mehr dieses, ja, einfach rausstellen, das mache ich und dann warten auf die Einladung. Ganz wichtig. Also auch, wie ihr seht, Human Design kann man sehr gut auch fürs Business anwenden. Also da ist es wirklich so, so kannst du dich präsentieren. Wie ist es bei dir? Fällt dir das schwer, manchmal so zurückzugehen und dann auf diese Einladung zu warten? Mittlerweile nicht mehr, weil ich das, also ich habe das schon einige Male gehört von verschiedensten, also okay, super. Aber von verschiedensten Ecken, das eben meins, also wirklich haargenau das, und ich gehe voll in Resonanz mittlerweile damit und teils es auch immer mehr zu integrieren, und das war auch der Grund, warum wir quasi unser Business so aufgebaut haben, wie wir es jetzt aufgebaut haben, weil ich den anderen Weg eben nicht konnte, weil das nicht war, das auf die Leute zuzugehen, sondern eher das Passive, das Präsentieren, zeigen, da bin ich, aber dann warten, ja, also absolut, gehe ich voll in Resonanz, ja. Perfekt, ja, super. Und was noch ganz besonders auch bei dir ist, wie triffst du Entscheidungen? Dadurch, dass du ein Milz-Projektor bist, hast du eine Fähigkeit, im Moment Entscheidungen zu treffen. Das heißt, du wirst eingeladen. Hey, willst du auf diesen Kongress gehen oder so? Und dann hast du dieses Bewusstsein in dir und du weißt sofort, ja oder nein. Und das ist was Besonderes. Das haben ganz wenig Menschen. Also es ist ja wirklich eine geringe Prozentzahl. Aber bei dir ist wirklich die Intuition das Stärkste. Also du hast wirklich da so ein Talent dafür, sofort in diesem Moment diese Entscheidung treffen zu können. Du brauchst nicht darüber nachdenken oder die Nacht drüber schlafen oder so. Bei dir ist es wirklich ein Moment, da kannst du dir auch selber vertrauen. Also das ist wirklich so da. Die Frage, die du dir dann stellst, ist eher, hat eigentlich gerade mein Verstand Angst oder mein Körper? Ne, dieses typische Spiel. Und dann hast du eben ja deine Antwort schon. Also dieses Körpernahe bei dir ist ganz wichtig, dass du sehr verbunden mit dir bist. Bist du ja auch. Also das ist ja, sieht man, spürt man ja, genau. Und ja, für den Projektor, was ist so wichtig für dich? Du brauchst diesen, ich sag mal, süßen Erfolg, dieses süße Leben, dieses, dass du gebraucht wirst, ja, so, dass Markus zu dir sagt, oh, du bist so toll, Laura, also wirklich von Herzen, und ja, ich mag dich und es ist so toll, dass wir das machen, und du brauchst diese Anerkennung, dass du, ja, dass du jetzt zum Beispiel auch im Business, ja, dass du da wirklich, ja, was aufgebaut hast und so, dass du wirklich diese Anerkennung hast. Das ist eine der wichtigsten Sachen, weil die Schattenseite ist halt diese Frustration, Verbitterung eher sogar schon. Also dieses, oh, warum will mich keiner, jetzt muss ich wieder auf dem Sofa warten. So, ne? Aber eben dieser Erfolg, und der kommt, wenn du eben diese Einladungen abwartest. Dann kommt der. Und das ist halt genau nicht so, wie alle Marketingleute das empfehlen, ne? Wie du ja schon gesagt hast. Und deswegen, ich bin dann auch immer so, wenn ich diese Programme lese, dann denke ich mir so, Leute, ihr habt keine Ahnung, das passt nicht für jeden, das passt wirklich nicht für jeden, vielleicht für die Person, aber ja. Genau, also das ist so. Ja. Das, also man muss jetzt für die Zuschauer sagen, du kennst uns wirklich nicht. Ja? Das ist wirklich faszinierend. Absolut faszinierend, was du da aus dem Köcher ziehst. Ja, das ist so, spot on. Ja. Danke. Ich bin absoluter Fan von allen, egal, eben Numerologie, Astrologie, und jetzt auch wieder das bestätigt sich, und
sowas lege ich echt jedem ans Herz, weil es ist so wertvoll da eben. Allein solche Dinge, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon öfter mal gehört, aber sowas, also ich kann mich erinnern, 2011 war mein Awakening durch Numerologie. Wow. Mein Geburtsdatum eingegeben habe und plötzlich Informationen kriege, die ich, wo ich mir dachte, was, wie gibt's das? Ja, und da voll eigentlich, ja. Und ich finde, das ist so wertvoll für jeden Menschen, einfach zu wissen, was er mitbringt, welche Fähigkeiten, welche Gaben, welches Potenzial und das dann viel bewusster einzusetzen. Und das ja, und dadurch eben erfolgreich und harmonisch zu werden und auch zu wissen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt vor 20 Jahren erfahren hättet, dass es voll okay ist, mit 30 erst einen Partner zu finden, wie locker wärt ihr dann damit umgegangen? Ne? Also das wäre, ich kenne halt auch viele Profile, die dann erst so wirklich, die sind schon so am, ich finde meine Frau nicht, und dann sage ich, hey, du hast noch voll Zeit, das passt gar nicht zu dir gerade, und dann so, oh, okay, wow, und der Druck geht raus. Also nein, so eine Nachricht ist schon so, wow. Oder halt auch, was Ernährung angeht, das möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, weil mich das gerade so, also ich möchte es unbedingt dir übergeben, Laura. Und vor allem, was ich noch sagen wollte, ist auch, für euer Kind wird es ja auch besonders, ne? Also wir haben ja auch, das war so witzig, gleich bei der Geburt, mein Mann saß schon am PC, hat gleich alles eingegeben und hat gesagt, ah, ja, so und so ist sie. Und dann wusste ich sofort, okay, ich weiß ihre Aufgabe, alles klar, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Oder beziehungsweise, was nicht zu tun ist eher, ne, als Eltern. Und ja, also das wird dann auch nochmal interessant, dass sie da auch Bewusstsein reinbringt. Für dich, das kommt jetzt eine ganz interessante Frage, Laura. Wie ist es für dich, wenn du im Dunkeln bist? Im Dunkeln? Im Dunkeln, ja. Das habe ich, glaube ich, noch nie wirklich probiert. Ja, also Human Design ist wirklich so individuell. Also für dich ist es extrem wichtig, dass du nicht im direkten Sonnenlicht bist. Weil dein Körper, also wir haben ja Sensoren verschieden und dein Sensor funktioniert über die Sonne bzw. über das Licht, also über die UV-Strahlung. Das heißt für dich, du darfst gerne in Dunkelheit essen. Also es muss nicht komplett dunkel sein, aber so ein direktes Sonnenlicht würde quasi ja so deine Energie, ich würde nicht sagen zerstören, aber die Stoffe, die du brauchst, bekommst du eher, wenn du an einem dunkleren Ort bist. Ja, also die Menschen, denen ich das schon rübergebracht habe, die waren auch erstmal so, what? Was mache ich jetzt damit? Also du kannst natürlich anfangen, dass du morgens, ganz früh morgens ist, bevor die Sonne aufgeht und auch abends, wenn sie schon unter ist, da wirklich mal das ausprobieren, wie das für dich ist. Du merkst auch, dass du vielleicht auch mittags gar nicht unbedingt eine Mahlzeit brauchst. Gut, in der Schwangerschaft ist es nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem, du wirst es spüren, dass es bei dir einfach eine andere Sättigung auch eintritt, wenn es dunkel ist. Oder zum Beispiel auch, was wichtig ist, dass du nicht direkt unter der Lampe sitzt. Also vielleicht hast du es ja auch schon beobachtet, dass du generell mehr so, ja, vielleicht eine Kerze irgendwo weiterhin stellst und dann da am Tisch sitzt. Probier es mal aus, wie das sich für dich anfühlt, weil es ist natürlich auch super interessant, was es für eine Wirkung bei dir auslegt, weil das ist natürlich ja auch alles auf die DNA ausgelegt, ne? Was auch in der DNA dann wirken wird, welche Nährstoffe dann ankommen. Ja, nur mal so nebenbei. Genau, jetzt habe ich aber schon so viel auch geredet. Ich glaube, wir sind schon bei einer halben Stunde, oder? Kann das sein? Ja. Ich glaube schon. Sehr schön, sehr beeindruckend, sehr empfehlenswert. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, da gar nicht in die Bewertung zu gehen, im Sinn von, das ist gut oder schlecht, sondern dass jemand ist, einen Weg zu zeigen, was deine Basis ist, in welche Richtungen du deine Energien lenken kannst. Und genau. Das macht einfach durchaus Sinn, um eben zu einem schönen, glücklichen, sinnerfüllten, harmonischen Leben zu kommen, ja, wo wir alle unser Potenzial entfalten können. Das ist einfach das Schöne. Ja, und wo wir alle zusammen einwirken können. Ja. Also zum Beispiel jetzt, gerade wo mein Mann noch da war, wir waren fast alle Typen. Ne? Also es hätte jetzt noch ein Typ gefehlt, meine Tochter, und dann waren wir alle 5 Typen. Und man kann genau dann sehen, wer welche Aufgabe hat. Und das ist so interessant, weil wenn jeder dann sein Potenzial ist, da können so krasse Projekte entstehen. Das ist unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so toll. Und ja, aber
Dragon Dreaming, wo man einfach die Potenziale der Menschen irgendwie rausholt und im Dragon Dreaming quasi in einem Kreis dann immer wieder Projekte macht. Und da ist es einfach schön, wenn man nicht das ganze Leben lang irgendwas versucht, was man eigentlich gar nicht ist. Ja? Also ja. Positiv in die Richtungen gehst, das ist ja nicht nur eine Richtung, sondern es sind viele Richtungen des Lebens, weil das Leben ist komplex, aber dass man da einfach seine Energien bündelt, ja. Also, herzlichen Dank. Ja, super. Ja, danke euch, dass ihr zugehört habt, voll schön. So wie wenn du jetzt 2 Jahre kennen würdest. Ja, voll schön. Danke. Ja, voll schön. Puh. Ja, für mich ist das immer so ein schöner Prozess und mir macht es einfach so Spaß. Ich denke, man sieht es mir auch an. Ja, jetzt bin ich ja dran, euch zu interviewen, weil ich will ja auch von eurer Seite noch viel erfahren. Ja, wie würdet ihr beschreiben, was ihr gerade macht und wie ihr da hingekommen seid? Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch was von früher erzählen oder von jetzt. Einfach, was euch jetzt spontan in den Kopf kommt. Ihr seid ja eher die White-Mind-Leute, das heißt, ihr braucht ja auch keine Vorbereitung. Das heißt, ihr könnt einfach drauf lossprechen. Du kennst es schon. Ja. Sie hat nur Geburtsdatum und Geburtsurzeit. Also um da einzuhaken, ich finde das sogar ein schönes Element, wenn man sich oftmals nicht vorbereitet. Ich meine, für gewisse Vorträge oder so bereitet man sich vor, da weiß man schon ungefähr, was man sagt. Aber dieses aus dem Moment heraus, quasi das Leben passieren lassen, aus dem Moment, das ist was irrsinnig Schönes. Ja. Und wenn ich beginnen kann, oder magst du beginnen? Dann ist es, also ich kenne die Öle schon sehr lange, aber durch die Laura erst dann wieder neu kennengelernt. Weil es ist ein Unterschied, ob du jetzt ätherische Öle kennst im Sinn von, das riecht mal ab und zu gut oder das gebe ich mir auf die Hand oder so. Oder du lernst sie in einem ganz anderen Aspekt kennen im Sinn von, sie können dir helfen körperlich, sie können dir mental helfen, sie können dich unterstützen bei Problemchen. Sie bereichern dein Leben, du integrierst sie wirklich und du lebst sie eigentlich unter Anführungszeichen. Das heißt, es ist aus meinem Alltag auch nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und da hat mir die Laura einfach, also das ist perfekt, was wir da jetzt auch machen, weil ihre Mama kennt die Öle schon sehr, sehr lange, arbeitet damit und eben auch. Und das war für mich ein Geschenk und Segen gleichzeitig. Also möchte aber nicht so lange. Aber du kommst ja eigentlich aus einer komplett anderen Branche, oder? Also du hast ja eigentlich was ganz anderes davor gemacht, oder? Oder machst du es immer noch? Also ich 15 Jahre alt war, bin ich ins Handwerk gegangen, und zwar aus der Leidenschaft heraus, habe aber parallel dazu eine technische Schule gemacht und war dann auch 10 Jahre Berater im EDV-Bereich, also EDV-Berater. Und bin erst dann jetzt wieder vor 15 Jahren in meine Leidenschaft zurückgegangen. Und zwar einerseits handwerklich, andererseits Baubiologe. Das heißt, ich beschäftige mich mit ökologischen Ausbauten von zum Beispiel Tiny House, Altbausanierung, Elektrosmog, Licht, Luft, Wärme. Vor allem jetzt mit dem ökologischen Ausbau von Campervans, weil das natürlich irgendwo auch unser Leben ist, dieses freie, ortsunabhängige. Und da passt es. Wanderer, ja. Und das ist eben das, worüber wir jetzt hauptsächlich reden werden, ist sozusagen das Arbeiten mit den Ölen und das, was du auch gesagt hast, dieses Menschen in die Selbstliebe zu bringen, einfach auch diesen Aspekt des Retreats anzubieten, mit den Ölen arbeiten zu können im Sinn von finanzieller Freiheit, aus dem Leben ganz einfach das volle Schöpfen, also das, was einem Spaß macht, ohne dass man sich denkt, ich muss jetzt irgendwas machen, um Geld verdienen zu, also ganz einfach, wo du aus deinem Innersten, aus deiner intrinsischen Motivation, der kannst du dann nachgehen, weil du sagst irgendwie, ich will das und das erschaffen und dafür habe ich den Background, dafür, genau. Aber es geht schon zu weit, ja. Kennengelernt und dieses Amor-Business aufgezogen. Ja, und wie der Markus eh schon gesagt, ich bin quasi durch meine Mama da reingewachsen
die die Öle seit ja, gut 15 Jahren kennt und damals halt, ich war halt damals ja 14, 15, da waren sie halt einfach da. Aber es war nicht so, dass ich damals gleich mit 14, 15 schon verstanden habe, um was es geht. Und ja, bin dann, also war viele Jahre unterwegs auf Reisen und halt, ja, habe mir die Welt angeschaut und habe irgendwie immer diese Freiheit halt geliebt. Ich habe dann auch eben in Thailand gelebt einige Jahre und bin aber dann zurück nach Österreich und irgendwie war immer, also dieses Reisen und diese Lust nach Freiheit da und die ätherischen Öle sind eben, also wie vorhin kurz erwähnt, so 2011 war so mein wow, Awakening-Jahr, wo einfach, ja, ganz viel passiert ist und seither auch ganz viel in den letzten 9 Jahren passiert ist. Und die Arbeit mit den Ölen und das, was wir eigentlich heute machen, davon wusste ich ja schon sehr früh, aber ich wusste es für mich halt nie umzusetzen. Mhm. Und wie wir auch schon gesagt haben, gibt es halt den klassischen Weg mit Ölen oder mit Young Living, mit dieser Firma halt was aufzubauen. Und der hat für mich, also ich habe eigentlich 2015 begonnen, weil ich das wusste, okay, ich will diese Freiheit, ich möchte mir das schaffen, ortsunabhängig arbeiten, ohne Deckel Einkommen generieren zu können, ohne dass da irgendwas kommen muss, ohne dass ich jemanden habe, der mir sagt, was ich zu tun habe und so weiter. Und ja, das war eigentlich schon lange da, die Motivation, aber der Weg war noch nicht da. Und dann letztes Jahr eben, also ja, es war dann einfach für mich klar, okay, wir wollen gemeinsam reisen, da haben wir uns gefunden, was das angeht, wir denken ähnlich von der Freiheit her, von dem, was wir uns wünschen. Und ja, und dann haben wir irgendwie so gefeilt und haben gesagt, okay, wie können wir das Ganze online aufbauen? Dass wir nicht mehr gebunden sind an einen Ort, dass ich nicht rausgehen muss und Menschen ansprechen muss, obwohl das nicht mein Ding ist. Weil ja. Das war eben jetzt gerade im Human Design, ja, also genau. Kaltakquise ist genau. Eben nicht drin. Ja. Ja, voll. Und ja, und so haben wir das, dann eben entwickelt und ja, sind jetzt online eigentlich. Unsere ganze Infrastruktur für unser Business ist online und wie der Markus gerade auch so schön gesagt hat, eigentlich, also ja, wir bauen hier ein Business auf und ja, es geht um ätherische Öle, die ein wundervoller Begleiter sind, aber die eigentliche Arbeit ist Menschen zu zeigen, wo ihr Potenzial liegt und wie sie eigentlich entschaufeln, also ausgraben können und wirklich für sich nutzen können. Ja. Voll schön. Ich habe auch gerade gedacht, dass, wie du gesagt hast, fürs Business, also und auch, wo jeder halt quasi in einem Projekt sein Potenzial hat und das ist ja bei uns im Team nichts anderes, dass wir einfach sehen, okay, wir haben Leute und das wäre halt spannend, einmal sowas für das ganze Team zu haben. Ja, gerne. Ja. Wissen, so, wo liegt, ich meine, es kristallisiert sich eh raus und wenn man sich fühlt in die Leute und ins Team, sieht man eh schon, okay, wer hat welche Stärken. Der eine ist halt voll extrovertiert und geht raus und ist in der Welt und jemand anderer hat auch mehr diese stille Führung und so, da halt auch schon einzusetzen, ja. Voll schön, ja. Für mich geht es auch darum, sozusagen dieses, also das zentrale Element ist eigentlich, was ist der Mehrwert für den Menschen? Ja, weil oftmals haben wir so eine Gesellschaft, na, die bietet irgendwas an, ja, angenommen, weiß nicht, Haus oder Kugelschreiber oder Auto, ja, aber wo bleibt der Mensch? Ja, wo die Haltung des Einzelnen? Wo findet sich der Einzelne in seiner Lebenskraft? Was will er eigentlich tun? Und das ist das Schöne, finde ich, wenn man Menschen in einem Teambuilding-Prozess oder in einer Persönlichkeitsentwicklung Schritt für Schritt durch gewisse Mechanismen, durch sich immer wieder trauen, rauszugehen zum Beispiel, durch sich trauen, in einer Gruppe von 5 Personen zu sprechen, dann vielleicht vor 10 Leuten zu sprechen, dann vielleicht vor 20 Leuten zu sprechen, immer wieder aus seiner Komfortzone rausgehen und auch wieder zurückzugehen. Mhm. Und dieser Persönlichkeitsentwicklungsprozess, das ist das absolut Faszinierende und Spannende. Und das versuchen wir halt einfach weiterzugeben im Team. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Elemente. Also Gemeinschaft, passives Einkommen und Persönlichkeitsentwicklung und eben dann die Gesundheit. Ja. Gesundheit, so, ja, wollte ich auch gerade sagen. Du hast gesagt, Ernährung ist ein zentraler Bestandteil. Das ist bei uns auch Ernährung und diese
holistische Lebens, wo man einfach jeden Aspekt ins Leben holt, wo es nicht darum geht, irgendwie kauf dieses eine Wasser, weil das wird dich, keine Ahnung was. Das Lebensrad, es sind diese 8 Speichen oder 7 Speichen, je nachdem, wie man es nimmt. Also es sind viele im Leben, die relevant sind und die es wert sind, sich anzuschauen. Insofern macht großen Spaß. Ja, ich finde halt so schön, dass ätherische Öle auch auf die emotionale Ebene wirken. Und ja, so zum Beispiel, wir machen auch gerade noch einen Fastenkurs. Also jetzt kommt der zweite Durchlauf und genau da kommen die so gut zum Einsatz, weil einfach, ihr wisst es, in der Leber stecken alle unsere Emotionen. Und wenn das hochkommt, dann musst du erstmal schlucken und denken, oh, diese Emotion habe ich nicht verarbeitet vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und dann ein ätherisches Öl zu haben, ist dann so, geil, das unterstützt mich jetzt und es löst es auf. Und ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist. Ich dachte immer, das wird voll schwer und es dauert bestimmt voll lange, bis es wirkt, bis ich dann erfahren habe und an mir gespürt habe, dass es ja gar nicht so ist, sondern zack. Das klingt schon fast wie ein Wunder, würde ich sagen. Es ist echt so schön. Ja. Ich finde auch einfach eine Intention gepaart mit einem passenden ätherischen Öl. Kann und wir sehen es im Team immer wieder, wenn wir Leute halt durch Prozesse begleiten, also wirklich auch auf sehr persönlicher Ebene, wo man vielleicht sagen mag, ja, aber was hat das mit Business zu tun? Alles, alles. Business. Ja. Weil alles, was mich hier oder irgendwo blockiert, ist auch im Business ein Schritt. Und eben diese, also wir hatten jetzt erst wieder so ein schönes Erlebnis, diese Intention zu setzen, dass mir das anzuschauen, das anzunehmen, das zu verarbeiten und eben die ätherischen Öle, die halt direkt über unsere Nase in unser Gehirn gehen und von da aus in jede Zelle eigentlich, was einfach absolut faszinierend ist und die da ihre Magic machen, egal ob du dran glaubst oder nicht. Ja. Mach's einfach, genau. Alles damit zu tun, wie du auch sagst, zum Beispiel, das Human Design hat auch mit Business zu tun, natürlich. Ja, klar. Aus sich heraus ja dann wieder das produziert. Ja. Und aus meiner Sicht eine wunderbare Sache, wenn man die Menschen auch so nehmen kann, wie sie sind. Ja. Wir haben, wo man nicht in die Beurteilung geht und sagt irgendwie, du kannst das eine und du kannst das andere nicht. Das hören wir in der Welt draußen eh oft genug. Aber dass Menschen einfach gehört werden und dass dieser Prozess, den ich beobachte, ist, wenn man Menschen den Raum gibt, dass er sagen kann, ich bin okay, wie ich bin. Genau, und das ist genau der Punkt, ja. Ich habe gewisse Dinge, ich habe gewisse Themen, ich kann nicht alles perfekt, um das geht es auch nicht. Aber hey, jetzt in dem Moment bin ich mal okay, wie ich bin. Ja? Und dieses Annehmen können, dieses Sein können, das ist ein unfassbar großer Respekt vor dem anderen. Und deswegen ist es auch sehr anziehend, glaube ich. Und definitiv. Wunderschön. Ja, vor allem, wenn ihr, also ich sehe ja an euch, dass ihr schon so einen großen Teil dieser Lebensaufgabe erfüllt. Und dadurch zieht ihr Menschen extrem an, weil also ihr kennt es ja, wenn ihr jemanden sieht, der authentisch ist, der sich selbst liebt, dann will man auch so ein Stück davon haben. Und das ist normal, das ist ja auch dieses... Wir haben wahrscheinlich vergessen einfach, dass wir schon vollkommen sind. Aber daran werden wir dann erinnert, wenn man jemanden sieht, der eben authentisch lebt. Das ist immer so gewesen und es wird auch immer so sein. Und deswegen finde ich das so schön, dass sie das halt eben so kommuniziert und nicht, ach, das sind ja irgendwelche Öle, so, ja. Sondern es geht ja gar nicht. Das ist ja sogar fast nebensächlich. Ne? Also es steht ja davor eine ganz andere Message. Und das ist so dieses... Ich nehme mal mit, ne, so einen Rucksack und das kann helfen. Ja, finde ich voll schön, dass ihr das macht. Und ja, auch ich sehe euch schon also mit eurem Kind dann, das ist dann auch schon voll schön. Du weißt ja schon alles, wie du dann alles anwendest und das ist so toll. Das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt bei unserer Tochter und ja, das ist ganz toll. Also ich bin sehr begeistert auch davon. Ja. Mögt ihr noch irgendwas erzählen, was euch vielleicht, ihr noch sagen möchtet über eure Mission oder ja? Wolltest du gerade? Nein, sag du. Also
Ja, also ganz grundsätzlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass die Leute anziehen. Und das, finde ich, ist auch ein voll spannender Aspekt, weil es einfach Menschen gibt, die das noch nicht sehen. Die können das noch gar nicht sehen. Und ich meine, wir arbeiten in einer Branche hier, jetzt rein oberflächlich betrachtet, die ganz oft sehr negativ gesehen wird. Und die wenigsten Leute verstehen. Und das ist das Schöne für uns eigentlich, dass wir einen, oder für mich, also ich denke, es ist für uns, aber ich spreche jetzt für mich, dass wir hier eigentlich eine Möglichkeit gefunden haben, wie du auch sagst, unsere Aufgabe zu leben. Also wir dürfen so einen Beitrag in Menschenleben leisten, aufgrund dessen, dass es diese Form der Arbeit überhaupt gibt. Ja. Mhm. Das ist das Schönste eigentlich für mich, dass ich sagen kann, hey, ich generiere mein Einkommen dadurch, dass ich dazu beitragen darf, dass es anderen Menschen im Leben besser geht. Und, und das ist halt was ganz oft noch nicht gesehen werden kann. Und wo ich halt auch so ein bisschen unseren Beitrag sehe, auch mit unserem Team. Und ich sehe, wie die Leute das alles wertschätzen und wie in unserem Team Unterstützung da ist füreinander und diese Wertschätzung füreinander. Und ja, und einfach da diesen kleinen Teil auch beizutragen, dass vielleicht auch in manchen Köpfen, die noch gar nicht so offen waren dafür, so ein kleiner Samen gesät wird, der einfach sagt, okay, vielleicht gibt es Dinge, die ich noch nicht begreife, aber vielleicht kann ich mich öffnen. Einfach, dass diese Art von Arbeit ich glaube ja auch irgendwo an Karma und an meinen Beitrag in diesem Leben eben und ich sehe diese Arbeit als das und dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, ohne Zeit, also Zeiteinteilung jetzt von außen, also ohne dass mir jemand sagt, du musst von 8 bis 5 oder von wann auch immer bis wann auch immer im Büro sitzen und du hast das und das zu erledigen und so viel kriegst du und Deckel drauf, das ist das, was wir dir zahlen. Also ohne all diese Limitierungen von Zeit und Geld und Raum, dass ich trotzdem einen wertvollen Beitrag leisten kann und nicht, ganz oft wird ja auch assoziiert, Einkommen, wenn du hohes Einkommen haben willst, dann musst du quasi skrupellos sein und dann musst du ein schlechter, also diese Glaubenssätze, die halt in der Gesellschaft da sind, weil Arbeit ist etwas, was hart sein muss und das Spaß machen, naja, das ist dann schon was für Hobby, okay, ja. Genau. Ja, das kenne ich, ja. Ja, das ist echt schön, diesen Beitrag leisten zu können. Also ich habe ich glaube 2 Wochen ein Video gesehen von einem Thailänder, der hat, der Titel heißt, warum machen wir es uns so schwer? Mhm. Und selbst vor 13, 14 Jahren circa unter Anführungszeichen ausgestiegen, mittlerweile würde ich sagen umgestiegen, aus der klassischen Arbeitswelt raus, auf einen Bauernhof etc., Permakultur etc., und ich habe dabei kennengelernt, wie einfach das Leben gehen kann. Es ist einfach. Und wir haben aber dieses Bild, dass es schwierig und mühsam und anstrengend und was auch immer irgendwie ist. Und erst ganz zum Schluss, keine Ahnung, in Pension, da können wir dann machen, was wir wollen. Ja, genau. Das Wunderbare, und das ist auch das, was du gesagt hast, sozusagen, wenn das ein kleiner Teil von meiner Arbeit zum Beispiel ist, dass ich diese Selbstliebe, dieses Selbstbewusstsein weiter transportieren kann, dann ist das ja auch irgendwo ein Multiplikator, weil diese Leute geben das ja auch ins Team wieder weiter. Mhm. Und das ist schön zu sehen, wenn du den Prozess zum Beispiel siehst, allein nur Instagram, ja, so, ich kann da nicht reinreden, ja, weil das traue ich mich nicht, ja. 3 Wochen später hast du es einmal probiert, weil es gibt gewisse Übungen dafür, ja. 4 Wochen später hast du es noch einmal probiert. 3 Monate später ist es normal und die Leute, ja, und ich habe jetzt das. Also das ja. Baut auf, ja, das gibt Selbstbewusstsein. Und wenn du, also ich finde es einer der schönsten Aufgaben im Leben, Menschen in ihre Kraft zu bringen, ganz einfach, dass sie da einfach tun und lassen können, was sie wollen. Was sie nicht nämlich. Nicht schämen, sich selbst zu sein. Ja, und aufhören zu vergleichen. Genau. Ja, so ein großes Thema. Das ist echt toll. Also ich glaube auch einfach durch eure Tätigkeit werden so viele Glaubenssätze gesprengt. Also wenn man nur mit euch spricht, also ich kenne es auch von meinem Mann und mir, das ist auch oft so, dass
die Leute dann danach so sind, wie so Zombies, weil sie einfach das Ganze verarbeiten müssen, weil das für sie einfach so unglaublich ist. Ich meine, bei euch wird es wahrscheinlich auch oft aufkommen, dass diese Fragen da sind, auch bezüglich eurer Geburt dann und so weiter. Ne? Das ist ja auch für viele so gleich so, what? Das kann ja nicht sein und so, das geht ja nicht und wir sind dagegen. Und ja, da sprengt es ja auch ganz viel und das verändert ja unsere Welt. Und man darf nie vergessen, finde ich, dass jeder Einzelne was verändern kann und man nicht immer hier ein Riesenteam sein muss unbedingt, sondern auch schon kleine Sachen helfen. Und wenn wir wirklich dem Verständnis glauben, dass wir alle alles sind oder alle eins sind, dann ja, ist es eine Zelle, die dann den ganzen Körper erhält. Ne? Genau. Ja, super. Sehr wirksame Mittel auch dafür. Ja. Ja. Einerseits natürlich mit den Ölen zum Beispiel, andererseits einfach im Mentalen. Da gibt es einfach wunderbare Werkzeuge und wenn man die anwendet, ja, es funktioniert. Also ja, ist schön, schöne Arbeit. Ja, super. Das haben wir so toll geredet. Ich freue mich. Ja, danke euch auch. Dankeschön. Man könnte noch stundenlang weiterreden. Gut, dass du eine Stunde angesetzt hast. Da war schon mal der Rahmen gegeben. Ja, voll schön. Es ist auch wunderbar, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen. Und das ist ja das Schöne, wir leben irgendwo verstreut auf der Welt. Ich weiß jetzt nicht, wo du genau wohnst, aber wir sind jetzt gerade in Österreich und waren über den Winter jetzt auf den Kanarischen Inseln. Also es ist einfach verstreut und es, diese Menschen, die andere auch wieder weiterbringen in ihre Kraft, die sind ja auf der Welt verteilt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Unikat ist, sondern das ist einfach das Schöne, die trifft man ja immer wieder und zum Beispiel durch so ein Interview kann man sich eben gegenseitig kennenlernen. Jetzt kennen wir uns viel besser, jetzt wissen wir, was du machst. Das werde ich sicher weiterempfehlen, ja, mit inklusive deinem Coaching. Das ist genau, das ist auch das Ziel von diesen Interviews, wo man einfach sagen kann, mit gutem Herzen, mit bestem Wissen und Gewissen kannst du einfach diese Person weiterempfehlen. Ja. Also, man muss sich halt nur kennenlernen, das ist das Einzige. Also, das habe ich auch festgestellt. So, am Anfang habe ich so auch, was heißt Panik, aber einfach so gedacht, oh, mich kennt ja noch keiner und ich muss mich erstmal und dann auf einmal die Rakete und jetzt ist es so, mir kommt vor, dass mich jeder kennt, das so gefühlt, ne, so dieses innere Gefühl und das erfüllt mich auch, weil es einfach so eine Kraft auch gibt und ich dann weiß, ja, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Genau das gleiche Thema auch wie bei euch mit dem frei sein, rumreisen und trotzdem Geld verdienen, aber nicht Geld verdienen, indem ich muss jetzt Geld verdienen, sondern ich möchte etwas teilen, ja, dieses aus dem Herzen heraus und das macht mir Spaß und jedes Mal danach bin ich so aufgefüllt, ich muss dann mich erstmal wieder runter tun, weil ich so aufgefüllt bin und dann immer gleich ein Öl drauf, so okay, Balance, ne, ich bin wieder balanciert, weil einfach, ja, es bringt so viel auf und es ist auch für mich ja eine Bewusstseinserweiterung. Es ist ja nicht nur für euch oder für die Person, die dann gegenüber ist, sondern genauso für mich, weil ich ja dann auch voll die Erkenntnisse für mich habe und vielleicht auch nochmal was in mir erkenne. Und das ist ja das Tolle daran. Deswegen kann man auch, wie aus jedem System, irgendwann dann mal rauswachsen und ja, dann da drüber stehen, wenn man so sagt. Ja, voll toll. Super spannend. Sehr schön. Vielen Dank. Danke.